Spiel 3. Hallo, Joko und Klaas. Eure heutige Aufgabe entführt euch in die Welt des House-Sittings. Ein Beruf, bei dem es darum geht, auf Wohnungen oder Häuser von wichtigen Persönlichkeiten aufzupassen. Was sollen wir jetzt glauben? Das hier ist die Wohnung von Herrn ProSieben. Hier wohnt Herr ProSieben. Da ich mich gerade auf einem Angelausflug mit Stefan Raab befinde, erhaltet ihr die Ehre, meine Drittwohnung in Berlin zu hüten. Aber wen sind die? Von Stefan Raab. Stefan Raab kam alle 2 Tage lang, 5 Jahre lang, zu seinen Eltern und haben gesagt, ich habe wieder einen Wackelzahn. Heute hat er wunderschöne Zähne. Und die Zahnfee hat ihn zum Millionär gemacht. Macht euch erstmal mit der Umgebung vertraut. Mi casa es su casa. Joko, könntest du dir vorstellen, dass wir hier so wohnen, in so einer Wohnung? Wir beide zusammen? Ja, du und ich. Sofort. So ein kleines Liebesnest für uns beide. Nee, ich wollte eigentlich nur so eine WG. Ach so. Könntest du dir das auch ohne Sex vorstellen? Oder ist das nicht möglich in deiner Welt? Aber wenn du halt da bist, dann ist das Verlangen halt schon sehr groß. Okay, dann lassen wir das. So, was müssen wir machen? Ihr bekommt heute jede Menge Besuch. Genauer gesagt, es wird 6-mal an der Tür klingeln. Alle BesucherInnen kommen mit verschiedenen Anliegen, die ich euch noch genauer erläutere. Eure Aufgabe? Bei 4 von 6 Begegnungen dürft ihr nicht erkannt werden. Das bedeutet, ihr dürft nicht namentlich genannt oder nach einem Foto gefragt werden. Gut. Wie ihr unerkannt bleibt, steht euch frei. Ihr könnt euch jederzeit an meinem gesamten Hausstand bedienen. Verkleiden. Ich liebe Verkleiden. Das finde ich vielleicht nicht schlecht. Selbstverständlich helfen jede Menge versteckte Kameras, euer Treiben zu überwachen. Denkt dran, werdet ihr mehr als 2-mal erkannt, dann habt ihr verloren. Viel Erfolg, euer Herr ProSieben. Oh Gott. Das ist nicht so gut, ne? Das heißt jetzt, Was kommen jetzt für Leute? Der erste Besuch ist ein Pizzabote. Bitte seid so freundlich und gebt ein großzügiges Trinkgeld. Hallo? 2. Stock, 2. Hinterhof, 4. Stock, links die Treppe hoch, ja? Oh Gott, das ist aufregend. Ich zeig dir jetzt mal, wie man Pizza entgegennimmt, ohne erkannt zu werden. Du haust schon mal ab. Ab, ab. Au, au, ab. Ich stelle mich hier so mit dem Rücken zu ihm. Ja. Er kommt. Hi, da bin ich schon. Hi. Bitte schön, das ist für dich. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Hä? Ja, was soll denn passieren? Der ist froh, dass er jetzt weiterarbeiten kann. Hast du ihm Trinkgeld gegeben? Ja, klar. Trinkgeld, Pizza. Tschüss. Gut. Ist doch super, haben wir überstanden. Glaubst du, dass die vielleicht denken, dass wir nicht mehr in der Lage sind, normale Sachen zu machen? Kannst du alle normalen Sachen, die normale Menschen können? Ich kann alle normalen Sachen, die Menschen können. Ich kann nur, was Essenslieferungen angeht, habe ich keinerlei Erfahrung, weil da, wo ich wohne, liefert niemand hin. Was heißt, wie machst du das mit Essen dann? Wie isst du? Ich koche. Echt? Ja, ich bin total normal geblieben. Oh, cool. Ja. Ich misste aus und mein Schreibtisch und meine Kommode müssen weg. Die KäuferInnen holen die Möbelstücke jetzt ab. Für euer Karma-Konto wäre es sicherlich nicht schlecht, wenn ihr beim Tragen eure Hilfe anbieten würdet. Ja, aber ey, Joko, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Du musst dir irgendwas aufsetzen. Du musst dich verkleiden. Du siehst ganz normal aus wie Joko. Setz die Brille ab. Ich mach so. Was hast du da? Gib mal her, gib mal her, gib mal her. Ich lese Zeitung, okay? Du regelst das. Hier. Hi. Hi. Wir kommen für den Tisch? Genau. Ja, super. Komm gern rein. Der ist nie, ne? Das ist der. Der Schreibtisch. Genau. Der Schreibtisch. Hallo. Hi. Servus. Das der Tisch ist? Nee, das hier ist er. Oder? Nee, also der Tisch, ich weiß nicht, was stand in der Anzeige, stand, was hatte ich gesagt? 45. Habt ihr Geld dabei? Ich hab Geld dabei. Super. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, danke euch. Ciao. Danke auch, viel Spaß damit. Danke. Richtiges Schnäppchen habt ihr da gemacht. Ja. Hi. Hi. Kann ich dir helfen? Ich komme wegen der Kommode. Ah, du bist auch schon für die Kommode da? Ja. Oder dann komm gerne rein oder lass die Herrschaften raus. Die hier? Ja. Alles ausgeräumt habe ich. Ah! Hä? Ich habe hier wieder ein Problem mit der Steckdose. Ja.
Die war gestern Abend, da konnte ich auch nicht Fernsehen gucken. Gut. Was hatte ich gesagt, was sie kostet? 25. Super, dann machen wir das auch. Ja? Cool. Hast du Geld dabei? Ja. Ja. Oh, guck mal hier. 20, 25, super. Ja. Ich kann eine ganz bescheidene Frage stellen. Nein, keine persönlichen Fragen. Keine persönlichen Fragen. Ansonsten müsst. Nein. Damit fangen wir gar nicht an mit dem Thema. Du, das ist, deswegen, du bist ja wegen der Kommode hier. Kommode hier. Ich reise jetzt immer um die Welt. Ja, dann reiß mal um die Welt. Da freue ich mich. Wenn du die Chance hast, nutze sie. Ich helfe dir, die runterzutragen. Hey, Leute, Vorsicht. Gut. Vorsicht mit den Fingern. Ah. Tschüss. Es war sehr unangenehm. Wir haben mich so verunsichert. Kennst du diesen Blick, dass man sofort weiß, scheiße, wie verhalte ich mich jetzt? Als nächstes werden Getränke geliefert. Da ich ein vorsichtiger Zeitgenosse bin, müsst ihr den Getränkelieferanten dazu bringen, eine Flasche zu verkosten. Ja, ich werde ihm das genau so sagen. Aber ich muss mir was anderes anziehen. Jugo, nicht. Nein, ich weiß, dass du das nicht witzig findest. Ich wollte das auch nur zur Seite legen. Okay, pass mal auf, meine kleine Torte. Weißt du, was das Schlimmste eigentlich ist? Ich kann sowas anziehen und die Brille verrät mich sofort als Joko. Das ist tragisch. Dann setz sie doch ab. So Drehs sind nicht gut für mich. Ich merke richtig, wie ich verrückt werde, obwohl noch gar nichts passiert ist. Man merkt das gar nicht von außen. Nee. Hallo? Hör auf, bitte. Können wir Verstecken spielen? Wann kommt der denn endlich? Ich kann den hier nicht mehr so lange beschämen. Meinst du, der spricht mich auf mein Outfit an? Soll ich mir auch was Peinliches anziehen? Würde ich das beruhigen? Du würdest wirklich was Peinliches anziehen? Ich würde das als Freund machen. Wirklich? Ja. Dann bitte geh dich jetzt umziehen. Ich warte hier auf dich, zieh dich um und überrasch mich. Und? So bist du nun glücklich. Du siehst so richtig, weißt du, wie du aussiehst? Du könntest, wenn du jetzt. Ja, also Icke Hüftgold. Ja, stimmt! Ich bin Icke Hüftgold. Und jetzt spreche ich Klartext. Ja, erstmal werden die Leute uns nicht erkennen, weil wir natürlich jetzt nicht mehr Joko und Klaas sind, sondern ich bin eine Geburtstagstorte und das ist eine Kuh. Die werden denken, wie ist die Kuh hier hochgekommen im vierten Stock. Du musst jetzt gleich eine Flasche aufmachen von den Getränken, die da sind. Mhm. Und musst die probieren. Ich ärgere mich, dass ich das angezogen habe. Meinst du, wenn ich so am Bauen lehne hier? Weil sie hör mal auf damit. Das ist auffällig. Der denkt, du willst ihn verhauen. Okay, gut, Entschuldigung. Geh du mal weg am besten. Hä, wieso muss ich dir schon wieder gehen? Sei bitte leise. Bleib da. Ich kann dich nicht ernst nehmen und trotzdem bist du krass autoritär. Hi. Hallo. Nicht irritieren lassen, wir haben eine kurze. Ist das Apfelsaft? Ja. Können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie vielleicht eine Flasche probieren? Ich habe so eine Meise, ich denke immer, da ist irgendwas drin oder so. Würden Sie eine Flasche aufmachen, können Sie auch haben dann. Und einfach eine Flasche trinken. Ich? Ja, Sie. Würden Sie das einmal für Sie? Ist das Hypo-7? Ja. Prost. Ach, danke schön. Super, danke schön. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Natürlich habe ich auch an euch gedacht und als Dankeschön fürs Aufpassen ein kleines Präsent bestellt. Ein Kurier wird es gleich vorbeibringen. Bittet ihn, die beigelegte Karte laut vorzulesen. Komm mal her, wir bitten ihn rein. Komm. Hallo? Hi. Hi. Können Sie kurz ein bisschen reinkommen? Bringen Sie Blumen ruhig rein. Ja. Danke. Kommen Sie kurz ein Stückchen zu uns gerne. Die haben. Ihre Traum. Soll ich mal an der Vase schon gucken? Ah, das sind die, alles klar. Ach, einen Gefallen noch. Wir haben beide so ein bisschen, wir haben uns heute die Augen gelasert. Könnten Sie einmal vorlesen, was da drauf steht vielleicht? Ist das hier abgeben? Nee, einfach hier nur diese Karte einmal nochmal. Okay. Mal einfach einmal kurz vorlesen. Okay. Ein bisschen Augen gelasert. Ihr starbt und seid ihr unter den Toten. Damit macht man leider keine Quoten. Der Arzt sagt, Grund war wohl ein Trinkerbein. Euren Sendeplatz haben nun Projake und Axel Stein. Ja, danke schön. Hey, ich kenne das noch. Hä? Hey, ich kenne das. Ja, ist gut, danke. Alles gut, ja. Nee. Ja, kann sein. Okay, danke schön. Joko und Klaas, oder? Ja, genau, super. Ciao.
Ciao, danke. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Danke, danke. Viel Spaß. Das eine sage ich hier auch direkt in der Kamera. Wenn das das Gesteck ist, ProSieben, was ich von euch bekomme, wenn ich irgendwann beerdigt werde, ne? Da ist der Teufel. Ich möchte, wenn wir sterben, ja, dass dann so eine kleine Ecke vom, wie so ein... Haben wir so eine schwarze Binde? Mit so einer schwarzen Binde an der Ecke vom ProSieben-Logo. Aber nur einen Tag. Ja. Ja, aber wir haben jetzt noch einen frei, oder nicht? Es ist jetzt einmal erkannt worden. Ach, ärgerlich. Neben ProSieben ist mir noch eine andere Sache im Leben sehr wichtig. Mein Hamster Humpy. Damit er während meiner Abwesenheit versorgt wird, habe ich 2 Tiersitter bestellt. Bittet sie herein und macht sie einmal mit Humpy vertraut. Ach ja, nicht wundern, Humpy ist ein Kuscheltier. Da ist gar kein Hamster drin. Oh, ist das peinlich. Versteckt ihr noch mal ein bisschen mehr. Ich habe den Hamster so ein bisschen darunter versteckt, dass man sagen kann, ah, guck mal, da siehst du ihn so ein bisschen. So, sollen wir lügen, dass das ein richtiger Hamster ist? Oder sollen wir einfach sagen, das ist halt ein Kuscheltierhamster? Also ich glaube, wenn wir ihm sagen, dass es ein Kuscheltierhamster ist, dann ist die Situation noch awkwarder, als sie eh schon ist. Also ich glaube, wir müssen... Er will ihn doch mal sehen. Ja, dann sagen wir, ah, guck mal, da ist er. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein richtiger Hamsterkäfig. Also, ich hatte auch so einen Hamsterkäfig. Also, ich bin von Hamstern großgezogen worden. Das erklärt einiges. Hi, komm ruhig rein. Moin, ich kenn mal das. Schuhe kannst du oder aussehen, hi. Tag, moin. Hi, hi. Also seid ihr zu zweit? Ja. Komm ruhig rein. Ja, ist meine Freundin. Hallo. Hi. Uns geht's ja eher darum, dass wir dich oder euch von mir jetzt auch einmal kurz sehen. Ja. Der ist da drin, der pennt jetzt. Okay. Muss ich ihm einfach nur was reinlegen ab und zu, das legen wir dir davor dann dahin. Und was der gut findet, ist, wenn halt einer da ist, dann dreht er halt nicht durch. Wir waren raus, wie denn? Wochenende mal sonntags, wenn wir gar nicht da sind. Und dann geht es darum, dass wenn dann das Wasser leer ist und das da leer ist und er kommt da raus, dann muss irgendwo einer hier sein. Ja, lass ihn jetzt mal. Lass ihn jetzt mal. Das meint ihr auch ernst, ne? Ja, ja. Meint das ernst? Oder ist das eine versteckte Kamera? Nee. Ist das echt? Lass ihn, der pennt. Wenn du ihn jetzt ranpiekst, dann dreht er durch. Hast du einen Hamster? Ich hatte früher Märchen. Ist doch gar nicht da. Ist doch gar nicht da. Der ist echt. Sorry. Ja, hol mal raus. Nee, ach, lass ihn jetzt. Ja, hol mal raus. Hol mal raus. Ein Stoffhamster. Hat jetzt Klaas gesagt. Ja, also können wir das auch praktisch beenden, praktisch? Vielen Dank. Wir können das nicht erklären, aber schön, dass ihr da gewesen seid. Danke, war schön, dass ihr da wart. Ja, alles gut. Ach, Joko, das war so unangenehm. Ja. Der letzte Besuch des heutigen Abends steht an. Wenn ihr jetzt nicht als Joko und Klaas angesprochen oder fotografiert werdet, habt ihr es geschafft. Ich habe ein kleines Wohnzimmerkonzert mit Paul organisiert. Wer ist Paul? Paul ist Singer-Songwriter, involviert und hat unter einem Vorwand 10 echte Fans zu seinem Konzert in meine Wohnung eingeladen. Wenn ihr einen Song lang nicht erkannt werdet, bekommt ihr den Vorteil fürs Finale. Also okay, also der Paul, der weiß das. Das heißt, der ist doch kein Problem. Also ich meine, dann lassen wir Paul rein. Lassen Paul rein. Wir müssen ja gar nicht so tun, als wenn wir hier wohnen. Weißt du, was wir noch machen könnten? Komm mit. Wir stehen beide hier so vor dem Bild und gucken uns das so an. Wenn wir so nebeneinander stehen, sieht man auch von hinten, wer wir sind. Ja, kennt man uns auch von hinten, ist glaube ich nicht. Aber wenn wir so beide hier stehen... Guck mal, Lena, guck mal, sehen wir von hinten aus wie Joko und Klaas? Ja. Ja, dann weiß ich auch nicht. Hey, Paul. Grüß dich. So. Das ist der Mitbewohner. Das ist mein Mitbewohner. Hallo. Die Leute kommen auch gleich wahrscheinlich, ne? Ja. Die sind schon... Die warten schon, okay. Bleib einfach in der Küche stehen. Ich bin hier in der Küche, okay? Geh mal weg. Das darf ich jetzt nicht hier mit stehen, oder? Oh Gott, mehrere Leute. Oh, da kommen viele. Hey. Komm einfach rein, häng die Sachen auf. Moin. Hey. Der Song heißt irgendwas. Und ich würde direkt loslegen. Ist das okay? Klar. Danach fangst du eine Runde? Ja. Ein leeres Zimmer, hab ich
Wir können dann los. Wir sagen einfach Danke. Ja. Nur so. Für den Fall, dass ihr euch wundert. Wir müssen kurz los. Für uns ist alles cool. Ciao. Ja, für uns ist alles cool. Habt einen wunderbaren Abend. Auf Wiedersehen. Nein, du sagst jetzt nichts. Tschüss. Das wäre sehr ärgerlich, wenn du jetzt was sagst. Deswegen. Einmal noch raus. So. Hier. Haben wir bestanden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt ohne meine Jacke nach Hause. Du hast als Schuhe hast. Schuhe habe ich, Alter. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Naja, man muss Opfer bringen. Gut. Vielen Dank und damit zurück zu Steven. Tschüss.